Warte, ich komm mit. In 14 Tagen, meine Damen und Herren, gibt's wieder in S3 SketchUp, das Beste aus SketchUp. So, von unseren saarländischen Zuschauern verabschiede ich mich jetzt, denn das S3-Programm ist nun für Sie zu Ende. Und unsere Zuschauer in Rheinland-Pfalz empfangen nun aus Mainz das Sportmagazin Flutlicht. Und Sie, meine Damen und Herren, in Baden-Württemberg, Sie nun aus Stuttgart, Sport im Dritten, heute mit Gerhard Meyer-Röhn. Meter Endlauf bei den deutschen Meisterschaften heute Nachmittag im Stuttgarter Neckarstadion. Favoritin ist Heidi Gaugel aus Sindelfingen, die am Freitag schon den Titel über 100 Meter gewonnen hatte.